Sportlimousinen für Steppi und seine Hessen-Auswahl. Genauer gesagt, Jaguar und Land Rover unterstützen den hessischen Behinderten- und Rehabilitationssportverband. Bei Glinike British Cars in Frankfurt nahm Teamchef Dragoslav Stepanovic den ersten von drei Wagen in Empfang und saß gleich mal Probe. Für den früheren Eintracht-Trainer und seine Fußballer eine große Wertschätzung, für den britischen Autohersteller ein positiver Imagewandel. Also erstmal ist eine große Hilfe, weil wir brauchen immer Autos, um Leute abzuholen vom Bahnhof zum Training, vom Training zum Bahnhof. Und dann also für so eine Firma, Jaguar und Land Rover, dass die Zusammenarbeit, Kooperationsarbeit mit uns geht, also ist eine wunderbare Geschichte. Wir müssen es einfach als Marke schaffen, so ein bisschen von diesem Luxusgedanken runterzukommen. Ja? Wir sind ganz klar eine Premium-Marke, da wollen wir uns auch platzieren. Und so müssen wir uns draußen eben auch den Autofahrern, den Kunden präsentieren, eben nicht mehr als unerreichbare Luxusmarke. Vor einem Jahr übernahm Dragoslav Stepanovic den Posten als Teamchef der Hessen-Auswahl für Fußball mit intellektueller Beeinträchtigung, also einem IQ von unter 75. Bei der vergangenen deutschen Meisterschaft der Landesverbände konnte Steppis Truppe bereits den vierten Platz feiern. Mit 60.000 Mitgliedern ist der Hessische Behinderten- und Rehabilitationssportverband einer der größten seiner Art in Deutschland. Einen namenhaften Unterstützer wie das Autohaus auf der Hanauer Landstraße hinzuzugewinnen, soll weiter helfen. Das ist ein sozialer Aspekt, der dabei rollt. Das ist nicht nur alleine die Sportler, die Fußballer, sondern hier geht es auch darum, um das Umfeld, um die Eltern, um die Betreuer, um die Werkstätten, die da diese Sportler betreuen. Für die ist es natürlich eine tolle Sache, wenn da jemand sagt, unser Partner ist Jaguar oder ist Land Rover. Das finde ich, also es ist mit Sicherheit für die eine einmaliges Erlebnis. Ein Erlebnis ist es auch für Dragoslav Stepanovic, wobei der serbische Kulttrainer für einen britischen Wagen durchaus prädestiniert ist. Schließlich besitzt er einen englischen Führerschein. Ja, wo ich in England gespielt habe, 79, 83, musste ich ja so die Prüfung ablegen, weil wenn man weiß, die fahren also auf die linke Seite. Und der hat mich also dann tausendmal zwei Stunden gequält mit links und rechts und Stopp und hin und her. Der Führerschein ist also bis 2018 datiert. Jetzt weiß ich, warum. Die wussten schon, dass ich irgendwann mal den englischen Autos fahren kann. Und auch wenn die drei Wagen vor allem von der Geschäftsstelle des Hessischen Verbandes genutzt werden sollen, sind sie sicherlich auch ein Ansporn für Steppis Spieler. Jungs, wenn die also Turnier gewinnen, dann können sie mit der Jaguar fahren. Die nächste Chance dazu haben Steppis Jungs beim Ländercup im Juli in Wetzlar. Dann können sie vielleicht wie ihr Teamchef Gas geben.